Sie alle wissen, was das bedeutet, nach Mekka zu gehen. Diese große Wallfahrt ist uns bekannt, auch wenn wir vielleicht über den Islam nicht so viel wissen. Aber immer wieder kommt es dabei zu diesen Massenunfällen, zu dieser Hysterie. 251 Menschen haben ihr Leben gelassen vor einer Woche bei der Wallfahrt nach Mekka. Die Panik bricht fast jedes Mal an derselben Stelle aus, an der Chamarat-Brücke. Dort, wo die Mekka-Pilger symbolisch kleine Steine auf die Säule werfen, die den Teufel darstellt. Siebenmal verfluchen sie ihn. Der gefährlichste Abschnitt der Wallfahrt nach Mekka. So auch dieses Mal, nachdem unorganisierte Pilger mit viel persönlichem Habe zum Hindernis geworden sind, straucheln einige und werden von der nachschiebenden Menge zu Tode getrampelt. Auch diesmal können die Soldaten nur noch die Toten und Verletzten bergen. Saudi-Arabien versuchte zwar in den letzten Jahren, die Zahl der Pilger pro Land zu regulieren und die Risiken durch Baumaßnahmen zu reduzieren, aber bisher mit wenig Erfolg. Kein Zufall, dass die Panik immer wieder hier entsteht, denn die Pilger sind schon 3 Tage unterwegs und an der Säule des Teufels entzünden sich die Leidenschaften. Die Katastrophe führte nur zu einer kurzen Unterbrechung. Dann ging die Pilgerfahrt weiter. Meine Fragen stelle ich an einen Mann, der es wissen muss, der sich auskennt in diesem Bereich, der zu den großen Reportern des SWR zählte, Gerhard Konzelmann. Hallo, danke. Freut mich sehr. Danke. Bitte sehr. Das klingt fast so, als seien Sie mit eigenem Fanclub gereist. Aber Herr Konzelmann, Sie haben sich so oft gemeldet. Sie haben so oft über diese Gebiete dort berichtet, dass Sie natürlich ja fast schon zur Familie gehören, wenn man über den Nahen Osten spricht. Und das, was ich bei Ihnen so lustig finde, ist, dass dieser Mann, der diese Karriere gemacht hat, in der Libanonstraße gewohnt hat und zur Welt gekommen ist. Geboren worden bin in der Libanonstraße in Stuttgart, das ist richtig. Reiner Zufall. Ja, ich muss also sagen, ich habe lange nicht begriffen, als Kind kümmert man sich ja nicht darum, nach was heißt eigentlich meine Straße. Und erst langsam habe ich begriffen, ah, das ist ein Land im Nahen Osten. Und erst als ich dahin versetzt wurde, habe ich wirklich nachgeschaut, wo dieser Libanon liegt. Bis dahin hat mich das überhaupt nicht gekümmert. Wir haben gerade wieder von diesem schrecklichen Unfall oder von dieser schrecklichen Katastrophe, muss man ja eher sagen, in Mekka gehört. Wenn man dann diese Bilder sieht, wo 2 Millionen Menschen in diesen weißen Kleidern langsam spazieren gehen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie kann es zu einer solchen Massenpanik kommen? Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, ich habe eine. Also zunächst einmal, langsam gehen die überhaupt nicht spazieren, sondern sie drängeln sich. Und es sind ja 2 Millionen Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen, gerade in diesem einen Punkt, nämlich den Teufel zu steinigen. Und heutzutage, wo auch in Arabien und in Saudi-Arabien alles politisiert ist und der Teufel eine Person ist, eine Personifizierung, Erscheinung ist, da wird ganz genau etwas gesteinigt, was man hasst, und das ist Amerika. In diesem Fall ist der Teufel an Amerika, und diese arabischen Völker alle haben einen ungeheuren Hass gegen Amerika angesammelt. Darüber kann man lang reden, wie ist das zustande gekommen. Aber dieser Hass hat sich genau da entladen. Und nun braucht bloß einer getroffen werden, da schmeißen Steine, werden Steine geschmissen. Viele, Tausende schmeißen diese Steine gegen diese Säulen. Und es entsteht eine Hysterie. Und dann wird einer getroffen, einer fällt um. Und dann trampeln andere darüber. Und dann gibt es ein Geschrei. Und dann sind plötzlich, geht man nicht mehr auseinander. Die Leute verklammern sich dann regelrecht. Und dann ist die Panik groß. Man kommt nicht mehr heraus. Man ist zusammengedrängt, von außen drängeln dann andere wieder zu, weil sie nicht wissen, was da drin passiert in diesem Kreis. Und so kommt es zustande, dass dann diese Zahl von Opfern passieren. Und in diesem Jahr ist das ja noch harmlos gewesen. Es gab Jahre, da sind 1400 Leute ums Leben gekommen. Darf ich aber noch eines dazu sagen, Herr Elsner? Man regt sich hier auf über Tote. In Arabien regt man sich überhaupt nicht auf über Tote. Man hat eine ganz andere Beziehung zu Tote. Zum Tod überhaupt. Das Paradies wartet auf einen. Und wenn diese Menschen dort sterben, gerade dort bei der Hadsch, bei der Pilgerfahrt, dann ist das Paradies ganz automatisch für sie da. Das weiß man. Das ist im Unterbewusstsein. Die sind jetzt im Paradies. Die haben gar nicht viel gelitten. Aber sie haben jetzt das Paradies. Man hat eine völlig andere Einstellung. Ist das eine Art von Märtyrertum, so wie wir uns das erklären können? Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Aber es ist wirklich die Einstellung zum Paradies. Sehen Sie, man lacht immer darüber, viele von uns glauben auch an das Paradies, aber wenn man es ganz ernst nimmt, so, es pressiert nicht so furchtbar, dorthin zu kommen. Und das ist genau der Unterschied zu den Leuten dort, es pressiert, dorthin zu kommen. Man will das Paradies, ist das Ende der Existenz, nicht der Existenz der Seele, sondern der körperlichen Existenz, aber dann kommt die Seele, die im Paradies dann lebt.
Das heißt, wenn man jetzt immer wieder liest, dass die dort umbauen möchten, dass die Wege sicherer bauen wollen, dann hat das alles keinen Sinn. Nein, das hat auch ganz, wird auch nicht ernsthaft gemacht. Sehen Sie, Assem Alassani, der also zuständig ist für Sicherheit in diesem Gebiet, hat in diesen Tagen gesagt, wir können doch gar nichts machen. Die menschliche Voraussicht und die menschliche Vorsicht ist dem Willen Allahs untertan. Und Allah hat dies gewollt. Da kann man sich noch so anstrengen durch Voraussicht, durch Vorsicht. Es passiert, weil Allah dieses will. Und das ist eben der Unterschied in der Mentalität zwischen uns und den Menschen dort. Die Menschen glauben tatsächlich, dass Allah ganz direkt sagt, das geschieht. Und da kann man was dagegen unternehmen, es geschieht dann trotzdem. Dieser Fatalismus, der ist da drin. Deshalb, man kann bauen, man kann vielleicht auch ein Geländer hinmachen, es kommt gar nicht drauf an. Sondern der Muammar al-Qassafi, mit dem ich einen ganz guten Kontakt hatte über Jahre, der zu mir einmal gesagt hat. Können Sie mir mal schnell sagen, wer das ist? Das ist der libysche Revolutionsführer und Präsident. Gut, ja, ja, genau, es ist richtig. Okay. Ich nehme es immer als selbstverständlich. Ja. Also Muammar al-Qassafi sagte, warum fährst du denn eigentlich im offenen Auto durch die Stadt? Dann sagt er, wenn Allah will, dass ich sterbe, dann muss ich ja im Panzerwagen sterben. Und dann kann ich doch im offenen Auto fahren. Ich bin in der Hand Allahs. Man ist in der Hand Allahs, das ist der große Mentalitätsunterschied zu uns. Herr Konzelmann, ein solcher Islamkenner wie Sie, kann der mir denn eine Antwort geben über diesen Kopftuchstreik bei uns? Muss man jetzt Verständnis haben dafür, dass das Kopftuch getragen wird? Muss man kein Verständnis da haben? Wie wollen Sie das denn hier einem Lehrer erklären oder zum Beispiel einer katholischen Schwester, die in Tracht unterrichtet? Nun ist die Sache so, der Koran ist das Allerwichtigste für die Moslems. Das, was der Prophet Mohammed gesagt hat, das ist das Zentrale überhaupt. Es ist weit wichtiger als für uns, was im Alten Testament oder im Neuen Testament steht. Das ist schon ganz interessant zur Kommunion und Konfirmation und zu den kirchlichen Feiertagen. Aber sonst, wer kümmert sich darum? Seien wir ehrlich. Aber für die islamische Welt, da wird genau befolgt, was in diesem Koran steht. Und der Prophet Mohammed hat gesagt, die Frau verhüllt das Angesicht sie verhüllt ihr Haar. Die Frau hat ihr Angesicht und ihr Haar zu verhüllen. Das ist eine Koranvorschrift. Um die kommt eine Moslemfrau, wenn sie gläubig ist, und die meisten sind gläubig, kommt man überhaupt gar nicht rum. Da kann man bei uns rechnen und sagen, das ist eine politische Demonstration. Es ist eine religiöse Demonstration, wobei aber ausdrücklich gesagt werden muss, im Islam ist Politik und Religion absolut identisch. Din wa Daula heißt es in der Koransprache. Glaube und Religion lassen sich überhaupt gar nicht auseinanderdividieren. Und deshalb ist es natürlich, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, ist es sowohl natürlich Schamgefühl, es ist aber auch religiöses Gefühl, es ist aber auch gleichzeitig eine Demonstration, dass sie einen politischen Standpunkt, der im Koran verankert ist, vertritt. Und darum kommt man nicht drum. Würde es helfen, wenn wir uns alle ein bisschen sachkundiger machen würden, wenn wir noch mehr ihrer Bücher lesen würden? Das würde mich natürlich als Autor wahnsinnig freuen, aber, sehen Sie, die Frage ist, man interessiert sich jetzt gerade heute Abend, wenn man diese Sendung sieht, dafür. Aber seien wir ganz ehrlich, morgen früh haben die Deutschen, die Leute in der Bundesrepublik, ein völlig anderes Thema wieder. Da ist das Dosenpfand vielleicht wieder wichtiger als die Geschichte mit dem Kopftuch. Also das verpufft wieder. Ich glaube nicht, dass jemand sich ernsthaft damit auseinandersetzen will. Vielleicht ein Richter, der darüber zu entscheiden hat. Herr Konzelmann, hier in Baden-Baden... Wenn Sie Herr betonen, das wird... Hier in Baden-Baden gibt es ein ganz wunderbares Festspielhaus. Da habe ich gestern Abend noch Anne-Sophie Mutter Geigen hören dürfen. Demnächst könnte es sein, dass dort eine Konzelmann-Oper aufgeführt wird? Also so ehrgeizig bin ich nicht und so sehr glaube ich an mein Glück auch noch nicht. Also ich habe schon in Köln vor 12 Jahren eine Oper gehabt, die ich geschrieben habe. Das war das Gauklermärchen, Text von Michael Ende. Das lief ganz erfolgreich, das Publikum mochte das. Und jetzt hatte ich für den Süddeutschen Rundfunk vor einigen Jahren schon einen Film gemacht über die schöne Lau, die im Blautopf von Blaubeuren lebt. Und das war ein Film mit meinen eigenen Kindern. Und mein Fernsehdirektor Horst Jädige, den ich heute noch sehr schätze, der hat damals gesagt, du komponierst doch, mach doch die Musik selber. Und ich gebe dir auch das Radiosymphonieorchester dazu. Welcher Intendant oder welcher Fernsehdirektor würde heute sagen, ich gebe dir das Radiosymphonieorchester dazu? Also damals war die Sache noch ganz anders. Und ich machte eine Musik um diese schöne Lau und diesen Film. Und diese Musik lebte auch in 30 Jahren Arabien in mir weiter. Und jetzt hat man 200. Geburtstag von Mörike.
Und da dachte ich mir, machen wir doch aus diesem schönen Laustoff von dieser Nixe, die im Blautopf von Blaubeuren lebt, machen wir doch eine Oper draus. Und tatsächlich, ich habe das gemacht. Und es gab Leute in Blaubeuren, die sagten, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist das Event. Damit werden wir bekannt. Und so kam natürlich auch mein Name dann auch noch dazu. Und dann die Oper ist angenommen. Wir hatten eine Pressekonferenz in dieser Woche und hatten die präsentiert. Und der Zuspruch ist groß. Es macht solchen Spaß, Ihnen zuzuhören. Kommen Sie, wann immer Sie wollen, wieder. Ja, dann komme ich jede Woche. Das wäre Ihnen wieder zu viel. Das wäre Ihnen zu viel. Und das nächste Mal kommt er im Frack. Dankeschön, Herr Kochmann.